Kann man jetzt sagen, wir haben den Mund voll. Huhu. Guten Tag. Es ist Halloween oder wie wir das nennen, Hochzeitstag. Und eine Fledermaus fliegt weg. Mir krabbelt die Spinne in den Ausschnitt. Ja, für uns ist Halloween Hochzeitstag. Wir haben da geheiratet. Ja, vor genau. 10 Jahren. Stimmt, das ist der 10. Okay. Anyway, wir machen heute gibt es natürlich wieder kein normales Essen, sondern heute gibt es was zum Zähne zusammenbeißen. Dazu brauchen wir Kekse. Mhm. Und zwar sind das jetzt unsere italienischen Mandelkekse, die ich aber diesmal mit Haselnüssen gemacht habe und einfach halt breiter gebacken habe. Du kannst aber jede andere Art von Low-Carb-Cookies, flacher, breiter, ja, größer, jede andere Art von Low-Carb-Cookies nehmen, die du halt gerade willst. Wenn du das Rezept dazu haben willst, findest du da oben über dem i verlinkt. Das haben wir schon mal gemacht, aber jetzt machen wir erstmal die. Zur Größe. Die sind genauso groß wie ein Handteller von mir. Oder von mir. Ja, die kleinen. Ja. Genau. Ja. Und grundsätzlich, wenn du der Meinung bist, dass Erdnüsse bei Low Carb komplett außen vor und verboten und so weiter sind, weil sind ja Hülsenfrüchte und so weiter und gar keine Nüsse, dann bitte gehen Sie weiter nicht gucken. Nächstes Video. Danke. Ja. Wir brauchen dazu außerdem noch etwas Süße, und zwar sind das 50 Gramm halb-halb, also Erythrit und Xylit, weil das mischen wir zusammen mit einem Ei, weiß. Oh Gott, ich wollte gerade protestieren. Ein Eiweiß ist das. Dann braucht man, das sind jetzt 150 Gramm Erdnussmus. Ich weiß noch nicht, wie viel das wir davon brauchen, vermutlich aber alles, so wie ich uns kenne. Damit wir ein Zahnfleisch bekommen, brauchen wir ein bisschen dunkle Marmelade. Nicht so viel, wie da drin ist, aber die kommt schon weg. Genau. Und als Zähne nehmen wir heute Erdnüsse. Wenn du willst, kannst du auch Mandeln nehmen oder sowas. Wir nehmen Erdnüsse. Genau, die Marmelade, dann haben wir die schon mal in irgendeinem Video gezeigt, wie wir die machen. Ich weiß es vermutlich nicht. Und ein bisschen Salz und ein bisschen Limettensaft brauchen wir auch mit dazu. Und die Marmelade, ja, sind halt einfach Beeren, die ich gematscht habe. Und dann dickt man die halt mit Gelierzucker an oder mit Xanthan oder mit Pektin. Oder mit Pektin oder so. Genau. Genau. So, lass uns anfangen. Ja, ich darf bestimmt wieder rühren. Ha? Ja. Cool. Als erstes schlagen wir jetzt erst einmal das Eiweiß. Mann! Und zwar mit einer Prise Salz und am Spritzer Limettensaft, damit es nämlich etwas steifer wird. Wird auch Zitronensaft gehen? Ja, klar. Ne, ich frag bloß. Ja. Stellvertretend. Ja. Das sieht gut aus. Ja, ich weiß. Dann gebe ich dir jetzt die Süße mit da rein. Die ganzen 50 Gramm. Die ganzen 50 Gramm. Ja. Es ist übrigens wirklich von Vorteil, wenn das Erythrit oder Xylit oder beides zusammen fein gemahlen ist. Ja, weil dann vermischt sich nämlich besser, weil kristallines Erythrit oder Xylit löst sich halt zu schlecht auf. Ja. So, zeig mal. Passt. Das sieht gut aus. Doch. Und dann würde ich sagen, rühren wir da jetzt das Erdnussmus ein. Jetzt weiß ich allerdings echt nicht, wie viel. Mach mal 3 Teelöffel jetzt erstmal. 1, 2. Du machst aber große Teelöffel. 3 Teelöffel sind ungefähr die Hälfte von dem, was wir haben, ne? Ja. Also 3 von deinen Teelöffeln. Du, ich glaube, wir brauchen den Rest auch noch. Ja, dann gebe ich dir halt äußerlich. Also es geht jetzt darum, dass es eine feste Creme wird. Wenn du jetzt kein rohes Eiweiß haben möchtest, dann geht es wahrscheinlich auch mit einer Mischung aus Kokosmilch und Xanthan. Aber probiert haben wir es nicht. Genau. Und wir nehmen natürlich ganz frische Bauernhofeier. Wie immer. Ja, logisch. So. So, dann werde ich es noch einmal mit einer Gabel kurz durchrühren oder so. Da ist was zum Schlecken. Danke. Komm, jetzt sind wir schon fast wieder fertig oder so? Fast, ja. Was wir jetzt machen müssen, ist aus dem Keks einen Mund formen. Das heißt dazu. Also du willst den gleich zerschneiden. Ich hätte ihn ja gebrochen, damit es ein bisschen. Ich ritze den jetzt nur an, damit man den leichter brechen kann. Damit er genauer bricht, ne? Ja. Und dann müssen wir jetzt auf die eine Seite ein bisschen Creme tun. Die Haselnüsse tun wir jetzt halbieren, genau, damit es so zahnartig wird. Sie meint eigentlich Erdnüsse, aber. Habe ich Haselnüsse? Es tut mir leid. So ist jetzt da der Mund gefüllt und da kommen jetzt die Zähne drauf. Die natürlich, weil wir haben einen alten Mund, die sind natürlich schon sehr gelb. Ja, genau. Oh, wird von der Höhe her fast. Ja, deswegen war ich verwundert, dass du erst den Mund drauf setzt. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob man das jetzt auf irgendeiner Art von Kamera sieht. Ja, man klebt halt draußen die Zähne. Ich meine, wenn man das Ergebnis gesehen hat, ist das ja so schwierig nicht mehr. Na. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Masse oben drauf getan. Das ist halt jetzt immer abhängig, wie groß das deine Nüsse sind. So, und jetzt brauchen wir dann noch ein wenig Blut. Zahnfleisch. Zahnfleisch. So, das machen wir, wenn wir zu haben, ne? Genau. So. Hui. Und dann nehmen wir jetzt
etwas Zahnfleisch. Was ich, das habe ich mir jetzt noch eingebildet, deswegen muss das jetzt sein. Man nimmt, ich möchte da drin auch ein wenig Marmelade haben, deswegen macht man da jetzt ein Loch rein, auch wenn es total unelegant ist. Wir machen da sogar mehr Löcher rein, guck. Es sieht von außen, von hier jetzt nicht so richtig schön aus, aber das sieht man ja es nicht. Kommt ja dann ein Deckel drauf, weil ich will da nämlich dann Marmelade drin haben. Ich wollte eigentlich einen Apfelentkerner dafür nehmen, aber da wir ja so viele Äpfel essen, keine Ahnung, wo der ist. Nimm mal das da wieder beiseite. Dann haben hier. Wir da nämlich noch ein bisschen was Süßes innen drin, wenn man reinbeißt. Genau, vom Geschmack her. So, jetzt machen wir einen Deckel drauf. Dann sieht unser Mund jetzt schon mal so aus. Mhm. Genau, total unscharf. So, und dann machen wir jetzt da bloß noch Zahnfleisch außen hin. Genau, aber nach Möglichkeit irgendwie so, dass die Zähne in der Mitte nicht rot beschmiert werden. Höchstens ja, vielleicht nachdem er gegessen hat. Wer auch immer das ist, Vampir ist nicht, weil da wären die Zähne weißer. Ja. Ist eher so mumienartig. Ja. Was essen Mumien? Essen Mumien? Keine Ahnung. Weiß nicht. Mullbinden. Sind Mumien nicht eigentlich nur Zombies mit Windel? Man könnte es jetzt auch in Feinarbeit mit einem Zahnstocher machen, ne? Ja, aber. So, unser Mund ist soweit fertig. Ja, gar nicht so übel. Ne, es sieht ziemlich creepy aus. Ja, und so, und jetzt machen wir noch vier. Wenn man jetzt noch dekotechnisch so Spinnen hat oder so, dann kann man die ja auch noch da oben drauflegen. Ja. Ja, und so machen wir jetzt die anderen auch noch fertig. Und dann machst du ein Foto und dann essen wir die. Und dann gehen wir Hochzeitstag feiern. Ach ja, das ist ja heute auch noch. Ja, wir haben Halloween geheiratet. Ja, haben wir. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt auf der Endcard probieren. Genau, bis gleich. Kann man jetzt sagen, wir haben den Mund voll? Ja, ich habe am Anfang gesagt, das ist zum Zähne zusammenbeißen. Und ja, also ich meine, okay, zugegeben, man muss vorher die Kekse backen und man muss auch die Marmelade machen, aber es geht ja eigentlich mehr um den Effekt. Und ich glaube, im Blogartikel verlinke ich dann auch, wo steht, wie man die Kekse macht und wie man die Marmelade backt. Genau. Geil. Du kannst natürlich auch zuckerfreie, fertige Marmelade kaufen, das geht genauso. Ja, Panifactum oder so, Panifactum hat richtig, meine Fledermaus ist weggeflogen, egal. Panifactum hat richtig gute zuckerfreie Marmelade. Ja, ja. Genau, aber die schmeckt auch gut. Also unsere hier. Danke, die habe ich gemacht. Deswegen war ich mir da relativ sicher, dass die gut schmeckt. Also dieser Haselnusskeks mit dem Erdnussmus drin schmeckt super lecker. Mhm. Oh, und diese kleine Explosion da drin, wenn man... So weit bin ich noch nicht. Wenn man die Marmeladentasche findet. Oh Gott. Geil. Mach das nach. Also wenn du Halloween feierst oder so, probier das mal aus. Der Aufwand hält sich tatsächlich in Grenzen. Also es ist nicht so ultra. Und wenn man darauf beißt, dann verschieben sich die Zähne so ein bisschen. Das ist schon geil. Guck mal. Bei mir auch. Guck. Cool. Nice. Oh Gott. Also es ist auf jeden Fall schön dekorativ. Schmeckt gut. Und ist, ja, und wie gesagt, wenn du der Meinung bist, dass Erdnüsse nicht low carb sind, geh woanders gucken. Oh Gott. Entschuldigung, aber das ist mir heute egal. Wenn dir aber das gefallen hat und du der Meinung bist, dass du mehr davon sehen möchtest und das nicht verpassen willst und du noch nicht auf den Abonnieren-Knopf gedrückt hast, dann mach das mal. Mhm. Und daneben aber auf jeden Fall auch auf die Glocke, damit YouTube dich benachrichtigen kann, wenn wir ein neues Video rausgebracht haben oder wenn wir jeden zweiten Mittwoch live gehen. Was die Frau sagt. Ich bin beschäftigt, es tut mir leid. Ich hätte jetzt gerne da ein Käffchen dazu. Ich bin beschäftigt, es tut mir leid. Wir sehen uns dann. Genau, wenn ich dann Kaffee gemacht habe. Genau. Danach. Ja. Bis dann. Schreib in die Kommentare, was du davon hältst. Jetzt darfst du gehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.